Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Schnickel, Schnackel und Schnuckel. Von Schnickel, Schnackel und Schnuckel. Das sind drei Gnomen und die gehen auf Hasenjagd. Also hör mal zu. Die Hasenjagd. Drei Gnomen sind übers Feld gegangen. Schnickel, Schnackel und Schnuckel. Sie wollten einen Hasen fangen. Einen langohrigen Nuckel. Der eine schleppte ein Seil daher, der andere einen Pickel schwer, der dritte ein Beil auf dem Buckel. Schnickel, Schnackel und Schnuckel. Sie sahen einen Hasen sitzen. Schnickel, Schnuckel und Schnackel. Sie sahen in die Ohrenspitzen mit drolligem Gewackel. Auf, Brüder, schrien da alle drei. Der Has lief aber bei dem Geschrei flink weiter ohne Gefackel. Schnickel, Schnuckel, Schnackel. Die drei warfen flink die Beine. Schnackel, Schnuckel, Schnickel. Der eine stolperte über die Leine, der andere über den Pickel, der dritte fällt auf scharfe Beil und in der Hose Hinterteil reißt ihm ein großes Stückel. Schnackel, Schnuckel, Schnickel. Drei Gnomen wollten ein Häslein fangen. Schnickel, Schnackel und Schnuckel. Doch übel ist es ihnen ergangen. Nun lacht sie aus der Nuckel. Der eine schreit, oh weh, mein Bein. Der andere, oh, mein Höschen fein. Der dritte reibt sich den Buckel. Schnickel, Schnackel, Schnuckel. Die Geschichte von Schnickel, Schnackel, Schnuckel und der Hasenjagd. Häschen haben sie nicht gefunden. Das war schneller, flinker und gescheiter als die drei Gnomen Schnickel, Schnackel, Schnuckel. Ja, das war die Geschichte für heute. Bye, bye.